Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Immer noch mit dabei der Streetiger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Und traurigerweise auch der geschätzte Gewinner von unserem kleinen Wettbewerb, wer zuerst die Ruine findet. So, dann tue ich mal das gerade weg. Hol die Hydra-Trophäe raus und verwandle mich wieder in Doschel Bay. So. Und wenn mich jetzt nichts täuscht, dann müssen wir nur noch die Trophäe hier draufsetzen. Jawoll. Oh, cool. Die nehmen wir wieder mit und füllen wir da rein. Und... ach komm. Ja. Jawoll. Da hat die Creeper gleich mal böse zerrissen. Ja, das war ein sehr guter Anfang. Ja. Achtung. Ja. Erledigt. Alter. Sehr gut. Diese Slime-Käfer, ne? Ja, furchtbar, gell? Stell dir vor, die würde es einen normalen Vanilla geben. Was sind... oh nein, nicht die. Ach, die greifen auch an? Ja, ja. Oh, hier. Oh, guck mal hier. Ach, du Heilige! Alter, die sind ja schnell kaputt gemacht. Ja. Die lassen sogar Weed fallen. Ja, cool. Okay. Kannst du dich mal gerade beschützen? Dann schaue ich nach, was wir machen müssen. Ja, wow. Okay. Settle the restless phantoms in the night's tomb and the Camelot towers decide devices will obey you. Okay, wir müssen irgendwie so einem Phantomkrieger. Ich glaube, da hinten habe ich schon einen gefunden. Ja, jetzt kommen wieder meine Schusskünste. Ja, meine auch. Obwohl, Schusskünste nicht. Ach du Heilige. Na, die sind ja süß. Ja. Lock and Chain Goblin. Was haben wir. Was ist das? Alter, was bist denn du? Tot. Verbrannt. ja. Zum Glück können wir fliegen, ne? Mhm. Ich glaube, hier müssen wir uns auch fliegen fortbewegen, ansonsten gibt das nicht so viel ein. Ja. Okay, Bett. Wisp. Hä? Hallo? Bett? Ja. Geht doch. Oh, cool. Hier sind Diamantos. Oh, cool. Was ist okay. Das? Was denn? Hä? Wo? Moment. Wissen du? Ich bin hier quasi. Hier. Quasi. Hinter dir. Ach, da. Ja, okay. Hier unten bin ich rein. Ah. Und, naja, den da. Ui. Alter. Och ja, guck mal hier. Hä? Jetzt kann sie sich entweder in den Oberkörper oder in den Unterkörper verwandeln. Ne? Sehr gut. Was ist das? Ja. Armor-Shard. Okay, aus solchen kannst du einen Armor-Shard Cluster machen und daraus kannst du einen Night Metal Ingot machen. Okay. Och, hier ist ein Baum. Ja, schön, gell? Mhm. Wächst einfach so ein Baum. Hier ist direkt der nächste. Die nächsten drei. Och Gott. Na komm, stirb jetzt endlich. Gibst du gar nicht. Ah, also. Die sehen ja mal lustig aus. Ich glaube, die backen eher in der Wand rum. Mhm. Bist du unten? Jo. Okay. Hier ist ein Slime-Käfer. Ah, hier ist Bedrock, okay. Hm, hier geht's nicht weiter. Mhm. Was ist hier noch? Nee. Nö. Sollten vielleicht auch mal ausleuchten, ne? Ja. Jetzt geht er schon wieder los mit den Slimes. Ja. Oh. Wow, du bist ein fünfter Creeper. Mhm. Der wollte das durchziehen. Könnte das nicht machen. Der... ups. Aua. Ja, danke. Ja, bitte. Hallo, Goblin. Ah. Mhm. Die sterben so schön.
Ja, sehr schön ausgedrückt. Ja. Ja, was ist hier los? Ah, guck mal hier. Alter. Wo bist du? Ich bin hier gerade bei solchen Block and Chain Goblins. Ah, ich seh's. Ey. Der läuft ja auch nur verzwert, der Typ. Ja. Wie immer. Ich glaube, das mache ich bei jedem, ja? Kann das sein? Aua! Oh, ja. Night Vision geht aus. Ja, dann fackeln. Wow. Hallo Creeper. Einen hätte ich noch. Bleib doch mal stehen hier. Alter! Also. Willst du mal Night Vision ab? Nee, warte, ich glaube. Was war das? Hast du das auch gerade gehört? Ja, so ein bisschen. Alter, das sieht hier richtig geil aus. Ja, ist echt cool aufgebaut. Nicht schlecht. Kann man den eigentlich kaputt machen? Kann man. Hä? Die Steine? Achso. Alter, diese Geräusche hier, ne? Oh Gott, ja, ich weiß auch warum. Da war ein Geist. Ein Geist? Ja. So ein Geist in grüner Rüstung. Der ist hier irgendwo. Da, hast du ihn gesehen? Ja. Können wir das irgendwie aufmachen? Oh ja, ich sehe es. Haha! Oh. Ich gehe wieder in den normalen Mode. Ja, das glaube ich besser. Ja, für mich auf jeden Fall, weil ich habe ja nur 3 Herzen. Night Phantom, das sind die. Die müssen wir besiegen. Oh je. Ach, das soll ein Friedhof sein. Ah, geil. Alter! Die werfen gerade mal so ein bisschen mit Äxten rum. Einen habe ich. Wow. Ja, ich auch. Stirb. Habe ich echt cool gemacht. Na, los. Oh, was? Ja. Eine Sonne? Nee, da. So. Sehr schön. Ich habe eine Axt bekommen. Was hatten die? Attack 7, ja, genauso gut wie meine Spitzhacke. Schwert. Müssen wir die jetzt kaputt machen, oder was? Nee, ich wollte mal schauen, ob hier noch was drin ist. Nö. Okay. Okay, auch geschafft. Ja. Ja, hast du eine Trophäe bekommen? Nee, ne? Nee. Da irgendwas drin? Nee, so. Nee. Jetzt wird's lustig. Warum? Tears of Fire. Touch the Fury with Tears of the Urghast, allowing you to resist the Snowfall's Chill. Okay, heißt? Wir dürfen jetzt den Urghast besiegen und direkt danach ins Schneegebiet. Boah. Hm? Ja gut, dann lass uns mal zum Urghast. Ja, den hatten wir ja zum Glück schon gefunden. Ich putte mich jetzt einfach nach oben, oder? Ja, obwohl wir haben ja eigentlich so weit sind wir vom Ausgang weg. Da fliegen wir einfach gerade weg. Was sind wir? Das war ja einfach nur jetzt hier. Ja. Nur fliegen, nicht runterfallen. Helm, Crap! Aua! Da ist der Baum. Hier geht's wieder runter. Warum? Ja, hier geht's nicht weiter. Schade. Oh. Nein, da geht's nicht weiter. Gut. Von da kommen wir, glaube ich, ne? Ja. Hallo, Krabbe. Danke. Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen. Mhm. Achso, wir müssen noch mal eins hoch, genau. Ja, so weit auch. Ist mir auch gerade aufgefallen. Wenn ich stehe, ich bin genau auf der Spitze.
Hier keine nicht. Ahnung, ob wir jetzt schon hier waren oder nicht. Da nicht. Ja. Hier ist es. Ah, cool. Schön. Mäd dich doch selbst. So, jetzt müssen wir nur noch oben. Kaputt machen kann man das glaubt nicht. Das war so, stimmt. Ich würde sagen, schade. Einfach hier an der Seite einmal raus und dann oben drauf liegen. Seite raus. Mhm, okay. Ja, einfach raus aus dem Wald. Ja. 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 Ey, lass mich doch. Lass mich hier durch. Toll, wo steck ich denn jetzt fest? Wollen sie wieder Autogramme von dir? Ja? Wollen sie alle wieder Autogramme? Ja, nee, ich hab irgendwo festgestocken. Also ich bin jetzt draußen. Ja, ich noch nicht. So. Aber Alter, wir sind echt weit vorangekommen. Ja, ist gerade. Oh ja, ich sehe Licht. Nein, geh nicht ins Licht! Doch. Ja, okay. So. Gesundheit. Danke. Was bist denn du jetzt? Ich sehe dich auf der Minimap, aber da ist eine Schlucht. Ja, ein bisschen weiter. Wie ein bisschen? Ah, da. Ja. Hab dich. Ich fall hier oben drauf. Okay. So. Dann schauen wir mal, ne? Mhm. Urgas ist auf jeden Fall hier. Ja. Das gegen den habe ich auch mal gekämpft. Ja, den habe ich auch schon bekämpft. Das war zwar. Ah, ich sehe den. Ne, ich sehe den Tower. Ja, der hat sich bei mir noch nicht aufgebaut. Bei mir auch noch nicht, aber ich sehe ihn auf der Karte. Ui. Also. Ui je. Ja, wir fliegen genau richtig hin. Ja, ich stehe hier drunter. Ach, du bist schon da. Ja. Also theoretisch gesehen müssen wir den eigentlich gar nicht so weit erkunden. Den können wir einfach nur nach oben fliegen und da schon bekämpfen. Ja, könnte man machen. Jetzt bin ich aber überlegen, wie das mal war. Da gab es irgendeinen speziellen Trick bei. Ja, gab es auch. Da gibt es so Maschinen, die du aufladen musst. Stimmt. Hier diese Gasreaktoren oder wie sie waren. Ja, genau. So, ich bin jetzt hier auch dran gekommen. Ja, ich bin schon hoch. Alter, zum Glück ist der Turm gar nicht groß. Nein, kaum. Ach, da sehe ich dich. Ich komme mit Mopsgeschwindigkeit. Ja, genau. So. Das war, glaube ich, ja, das müsste hier irgendwo sein. Ja, der Mittelturm war das. Wow. Alter. Jawohl. Der guckt schon so böse. Ah, der frisst aber gut. Nein, 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 was ist denn los? Ah, ja, jetzt weiß ich wieder, was das war. Hier diese Minigas. Ja, ich bräuchte jetzt bloß noch ein paar Gas, dann hätte ich vielleicht auch die Trap. Also bei mir werden sie gerade eingesogen. Ah, du bist auf der anderen Seite? Ja, ja. Okay. Oder kommt man den Scheiß? Alter, das Vieh. Ey, wovon krieg ich Schaden? Super. Was denn? Meine Gas haben die Druckplatte kaputt gemacht. Ah, klasse. Oder musste man die einfach kaputt machen? Nee. Du musst die Maschine aufladen. Irgendwie. Ich weiß aber nicht. Ich krieg hier Schaden, das geht nicht mehr. Ja, ich auch. Ich habe jetzt eine ganz gute Position, wo ich schon angreifen kann. Alter, wie das Vieh schreit. Ja, das ist echt feierlich.
auch nicht, wie man das hier aufladen. Man kommt wieder raus. Hä? Also ich komm wieder raus. Greifst du den so an, oder was? Mit feinem Bogen. Ah. Ich glaube, von vorne hat er den meisten Schaden bekommen. Alter. Der Sound. Mhm. Also die normalen sind ja schon nervig. Ja. Alter, ich möchte auch gar nicht wissen, wie groß das Vieh ist. Nee. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wie du das aufgeladen hast. Du musstest die Gas daneben musstest du besiegen. Okay. Alter. Komm, volle Breitseite. Jawohl. Und? Sehr schön. Juhu. Schön. So, jetzt machen wir nochmal hier die kleinen Gas weg. Ach Quatsch. Brauchst du noch gar nicht. Ja, ich hab keinen Bock jetzt von denen noch darauf angegriffen zu werden. Ja, normalerweise greifen die nicht an. Okay. So, Truhe. Kaminit, Fury Tears und eine Urgastrophäe. Ja, sauber. So, und damit kommen wir dann jetzt ins Frostgebiet. Ja, warte mal ganz kurz. Hier irgendwo gab es noch so eine Anleitung von dem Ding. Ach, hier, wie du die Sachen bauen kannst? Ja. Ja, das weiß ich. Ja. Also, generell wollte ich das mal ausgehen, mal hier ein bisschen erkunden. Die Sachen hier nochmal abbauen, weil ich finde, diese Türen sind eindeutig besser als unsere momentan. Willst du Türen abbauen? Ne, die kannst du ja dann selbst craften. Achso, okay. Komm mal kurz hier in den mittleren Turm. Dann gibt's hier einmal so eine Fury Tears. Ich weiß nicht, ob du das auch noch brauchst. So, da bin ich. Gebe ich dir mal hier so zwei Stück. Yep, Tears of Fire. So, hier wieder zurück. Jo. Okay, Achievements. Okay, Alpha Fur. Line your garments with the soft fur from the Alpha Yeti, keeping you safe from the glacier's cold. What? Okay, wir müssen einen Alpha Yeti besiegen oder was? Ja, im Schneebiom, oder? Ja. Ups. Okay, ich mache das eindeutig bei mir nochmal ein bisschen Inventarplatz. So, jetzt sind wir bei 18 Minuten. Wollen wir eine kürzere Folge mal machen? Ja. Ja, dann würde ich sagen, welche Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung und Kritik, alles in die Kommentare. Schaut doch mal beim Streetdigger vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.